Ich würde sagen, wir schauen uns hier erstmal ganz in Ruhe um und ganz vorsichtig. Da haben wir eine Nachricht. Auf einem alten Taschentuch geschrieben. Okay, das ist wirklich merkwürdig. Warum ist hier noch alles an, obwohl die Mühle doch eigentlich verlassen ist? Wir gucken uns erstmal das alte Taschentuch an, auf dem ja was draufsteht. Examine. Obsessed by such purity, he stretched out his arm and cut himself with a heated blade. At last he had fulfilled the rite. Only when he had seen his own blood pollute the limpid water, he realized he was drawing to the truth. Okay, es geht um irgendjemanden, eine männliche Person, der sich selbst mit einer erhitzten Klinge geschnitten hat und damit wohl irgendeine Art von Ritual erfüllt hat. Und dann hat er anscheinend das Blut in einen Wasserbottich oder so tropfen lassen und ihm wurde in dem Moment klar, dass er die Wahrheit malen würde, drawing the truth oder darstellen würde. Wir gucken uns erstmal weiter um. Ich mache noch mal gerade ein bisschen leiser hier. Beton auf dem Boden. Old Water Saw. Okay, das ist wohl die alte Mühle, die hier von dem Rad draußen angetrieben wird. Und was haben wir hier? Ein Ofen, der noch brennt und noch Licht spendet. Sägemehl, nah beim Ofen. Das schauen wir uns mal an. Hier gibt es definitiv keinen Mangel an Sägemehl in dieser Umgebung. Das ist aber auch keine Überraschung, sagt er. Können wir das anfassen? Naja, wir können die Ofentür öffnen. Und da drin haben wir ein Feuer. Gibt es da was Besonderes bei dem Feuer? Ja, da ist Feuer in... Okay, es war schon an, als ich... Da ist etwas in den Flammen, sagt er. Was haben wir hier? Den haben wir den Ofen. Ein alter Holzofen, der in Brand gesetzt wurde und kann es möglich... War das ein Geräusch? Kann es möglich sein, dass hier jemand vorher durchgekommen ist? Es scheint so, denn es wurde ja schließlich alles angemacht hier. Eine Vase. Eine Vase mit einer Blume da drin. Und es ist sehr komisch, dass die in der Dunkelheit nicht verwelkt ist. Und das sieht mir nicht... Broken Table. Das sieht mir ganz und gar nicht geheuer aus. Da gehen wir erstmal gleich hin. Wir gucken uns erstmal die Säge an. Die alte Wassersäge. Unfortunately is broken. Hier scheint ein Schlafgemach zu sein, eine Schlafstätte direkt unterm Fenster. Oh, oh je. Stockroom Door. Stockroom Lagerraum? Ich könnte es mir vorstellen. Geht's hier durch? Wir schauen uns erstmal hier um. Was ist denn hier? Broken Table und ein Knochen. Moment, wo ist es? Bone Hilt. Oh je, wir schauen uns erstmal diesen Tisch hier an. Okay, der Tisch ist in einer ganz guten Verfassung, aber er hat überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwie etwas zu essen oder so. Aber ich glaube, der Tisch wurde nicht dafür benutzt, um was zu essen. Hier ist ein... Oh je. Da steht einer. In dem Kreis von Kerzen. Hallo? Können wir... Was war das denn? Der Kerzenkreis war doch... Oh je.
Verdammt, wir haben Fliegen gehört. Okay, wir gucken uns erstmal. Toll, the hilt is stuck. Nevertheless, I believe I can knock it free with a solid blow. Ja, dann mach das doch. Das können wir bestimmt. Er kommt nicht ran. Vielleicht nochmal hier in das Regal gucken. Examine den Draw. The small table is in an. Nee, ich möchte da nicht den Tisch, ich möchte den Drawer öffnen. Wieso ist der auch verschlossen? Warum geht das denn nicht? Es sieht so aus, als könnte ich den jetzt gerade nicht öffnen. Oder ich bin einfach gerade ein bisschen zu doof dafür. Nee. Oh, ich möchte wissen, was das für eine Gestalt war. Hat die uns beobachtet? Naja, vielleicht können wir auf jeden Fall den Keil hier... Nee, ich dachte, ich könnte ihn vielleicht irgendwie raushebeln. Die Frage ist, was machen wir mit einem Knochenkeil? Und warum kriegen wir den blöden Drawer da nicht auf? Ich kann ihn auch nicht wirklich wegschieben. Nee. Drawer. Er will sich nicht öffnen. Will sich nicht wegschieben lassen. Normalerweise bewegt man solche Dinge mit der rechten Maustaste und dann, wie man guckt, bewegt sich das dann auch. Aber ich kann den Drawer da nicht wirklich betätigen. Finde ich etwas komisch. Broken Table. Okay, wir haben unseren ersten gespenstischen Moment erlebt. Und wir kommen nicht wirklich daran. Wie sieht das denn von unten aus? Kommen wir... Nee. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Oh, wer spricht denn da? War das Anna? Diese weibliche Stimme hat uns auf jeden Fall gesagt, du suchst eine Wahrheit, die du niemals verstehen wirst. Und hier vor uns? Hier vor uns sehen wir ein Teich, der vielleicht nach einem Regensturm sich gebildet hat. Und die Stimme hat uns daraufhin gefragt, wir sollen ihr sagen, was wir fürchten. Hier vorne ist ein Kuckloch. A hollow on the wall. Gucken mal durch. An ordinary lecture. Ja, wir möchten da vielleicht durch. Which filters a weak ray of light. Können wir da nicht durchgucken? I can't use it. Ich werde da erstmal noch nicht runtergehen, wenn man das denn überhaupt kann. Ich bleib nochmal hier oben. Ich gehe nochmal in den Raum hier rein. Irgendwie muss man doch den aufkriegen. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht wenn ich mich hier so... Nee. Er hat sich auf jeden Fall gerade bewegt. Da tut sich gar nichts. Gucken wir uns doch mal die Tür hier an. Closed. Ja, das haben wir uns schon fast gedacht. Und auf der Vorderseite sind komische Zeichnungen von irgendwelchen Augen. Who made it? Perhaps one of the local children. Also er sagt, wer hat diese Zeichnung denn angefertigt? Vielleicht einer von den Kindern, die hier wohnen, ansässig sind? Klopft da nicht was? Da klopft doch was. Die Tür. Die Tür wurde aufgestoßen. Oh jo, Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Also wir müssen auf jeden Fall dringend da in das Feuer rein. Aber ich glaube nicht, dass wir... Oh je. Wir sollten hier vielleicht nicht sein. Okay, wir haben etwas Sägespäne aufgenommen. Und was passiert denn, wenn wir die ins Feuer tun? Ich könnte mir vorstellen, das verbrennt.
I can't use these two together. Okay, er sagt, diese beiden Dinge kann er nicht miteinander benutzen. Broken Tail. Oh, das ist schon wieder verdächtig still hier. Wirklich schade, dass ich den Drawer nicht aufmachen kann. Das ist... Ist das ein Bug? Ich hoffe nicht. I cannot get that. Okay, da kommt er auch nicht hin. Das heißt, hier können wir erstmal nichts machen. Wir müssen aber irgendwie das Feuer löschen. Jetzt gucken wir uns erstmal die Tür an. Die, wie man sieht, ein bisschen... Oh je. Sagt er noch was? Sie ist verschlossen, sie ist verkeilt. Da kommen wir nicht rein. Closed. Who made it? Perhaps the local children. Das ist hier eine Anspannung, wenn man hier durchläuft. Also, wenn die Musik spielt, dann ist das Ganze noch ein bisschen abgeschwächter. Aber wenn jetzt hier gar nichts mehr spielt und man nur noch dieses dumpfe, diesen dumpfen Ton hat, diesen bassigen dumpfen Ton, dann steigt die Anspannung doch ganz schön. Aber ich würde mal gerne wissen, was das für ein heller Schein da im Boden ist. Beziehungsweise im Wasser. Wo kommt der her? Soll das die Reflexion aus diesem Dings hier sein? Und können wir da wohl rein? Ne, wir können gar nicht weitergehen, habe ich das Gefühl. Oder doch? A pool of stagnant... Tja, perhaps... Okay, der sagt nichts Neues. Wir werden da einfach mal reingehen und schauen. Nein, wir können... Ich habe mich geirrt, Entschuldigung, wir können da gar nicht rein. Okay, das heißt, wir müssen hier dann doch noch irgendwas machen. Was passiert denn, wenn ich die Tür mal zumache? Passiert dann irgendwas mit dem... Mit dem Lichtschein, der ja hier irgendwie auftrifft? Nee, ne? Aber wie sieht das denn aus? Können wir vielleicht Sägespäne in den Lichtstrahl... Ja, so reinwerfen, dass irgendwas passiert? No way. Nee, da passiert gar nichts. Gruselig. Das sind übrigens die Fenster, die wir hier von außen mal gesehen haben. Die sind wirklich sehr gut verbarrikadiert. Ach, wir haben noch Wasser dabei. Was passiert denn, wenn wir das Wasser... No way. Nee, das möchte er nicht. Pick up. I cannot get that. Ja, den brennenden Ofen mitzunehmen, ist auch verständlich, dass er den nicht mitnehmen kann. Was ist das denn? Wo kommt das denn jetzt her? Boah, Leute, was sind das für Erscheinungen hier? Irgendein Mann oder mehrere Männer haben hier irgendwie irgendwas gesungen. Der hat sich nach irgendwelchem kirchlichen Chorgesang angehört und dann hat eine Frau geschrien. Also es sieht für mich alles so aus, als hätte hier irgendeine Art von Ritual stattgefunden. Vielleicht, Moment, vielleicht kann ich den ja etwas aufhebeln. Den Tisch. Vielleicht mit dem Messer. Nee, so nicht. Den... Ding, um den Keil da rauszuholen. Warum kriege ich das nicht auf? Examine. The table drawer. Ja. It looked like... Ah, okay, es ist versperrt. Das ist versperrt. Deshalb kriegen wir den noch nicht auf. Können wir das vielleicht aufbrechen? Jedenfalls nicht mit unserem Messer, vielleicht mit unserem Ast, was wir da irgendwie zwischen können. Nee. Nee, das nicht. Gut, ja, auf jeden Fall haben wir hier noch eine Falltür. Wir gucken uns die erstmal an. Ins Warenhaus, Warehouse. Examen. Es könnte etwas Nützliches enthalten, aber es könnte auch sein, dass da nur
unnützes Zeug drin ist. Und hier ist ein Schloss, aber das sieht sehr verrostet aus. Ah, okay. Nee, es ist doch nicht so verrostet, wie es aussieht. Es hält die Falltür immer noch fest zu. Vielleicht lässt sich das mit dem Messer aufbrechen? It makes no sense, ne? Okay, das macht keinen Sinn. Was sagt unser Handy? Empfangen wir vielleicht irgendwas? I can't use it. Wer weiß, wir haben ja Halluzinationen. Wer weiß, ob wir nicht irgendwas empfangen auf unserem Mobiltelefon. Mit der alten Säge hier scheint auf jeden Fall nichts mehr los zu sein. Wie kommen wir hier weiter? Was haben wir hier? Da kann man gar nichts machen. Ich mache das übrigens alles schön langsam. Das soll hier kein Run-Through-Anna sein. Auch wenn sich das jetzt komisch anhört. Das soll alles ganz, ganz gemächlich sein hier. Wir wollen das ja auch mitbekommen. Man muss sich auf so ein Spiel auch einlassen. Die Frage ist, was bringt uns dieses kleine Loch da in der Wand? Und was ist das da für ein Schein? Das würde ich wirklich gerne mal wissen. Und das scheint mehr als nur eine kleine Pfütze zu sein. Das ist schon ein bisschen tiefer. Eine Lache ist es auch nicht. Moment. Nee, da kommen wir immer noch nicht rein. Wie kriegen wir den... Ich habe eine Idee. Wir machen das Sägemehl nass. Nee, auch nicht. Vielleicht das Sägemehl. Und dann kippen wir das in den Ofen, damit wir die Flammen ersticken können. Aber das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert, leider. Ich denke mal, da hinten das Wasser ist dafür da, dass wir hier einfach irgendwie, dass wir hier irgendwie... Oh, oh. Was ist das? Das... Oh, Mann! Ich hab doch gar nichts gemacht, Leute. Lasst mich in Ruhe. Ich bin doch hier nur zu Besuch. Ich versuch's mal direkt mit dem Feuer zu benutzen, aber das sagt er, it makes no sense. Dann versuche ich das jetzt mal mit dem Ofen zu benutzen. Ne, Moment. Mit dem Ofen. It makes no sense. Nee, das funktioniert nicht. In dem Feuer ist was drin. Das heißt, wir müssen es auf jeden Fall... Aber was haben wir denn hier? Das sind Holztrümmer. Liegt da etwa was drunter?